Das NPD-Verbot ist gescheitert. In einem 300-seitig starken Papier erklärte das Bundesverfassungsgericht die 1964 gegründete rechtsradikale Partei für gefährlich, aber unbedeutsam. Mit ihren knapp 5000 Mitgliedern und keinem Sitz in deutschen Landtagen sei die NPD nicht mehr in der Lage, deren verfassungswidrigen Ziele umzusetzen. Sie wurde sozusagen für totgeglaubt erklärt, dennoch nicht verboten. Es hat eine klare Entscheidung des Gerichts gegeben, dass die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist, die das Ziel hat, unsere Demokratie abzuschaffen. Das ist schon mal eine wichtige Feststellung. Und dass es dann nicht dazu gereicht hat, zu sagen, es kommt ein Verbot, weil sie gesagt haben, die Gefahr, die von denen ausgeht, ist gar nicht so ernst zu nehmen. Die sind inzwischen so schwach geworden. Darüber kann man ja diskutieren. Rückblick, März 2016. In der Landespressekonferenz werden mit großer Begeisterung die ersten drei Verhandlungstage des Bundesverfassungsgerichtes zum NPD-Verbot diskutiert. Die zentrale Figur dabei, der Innenminister des Landes, Lorenz Kaffier. Das NPD-Verbot ist sein großes politisches Ziel, sein Traum. Schließlich sitzen die Braunen zu der Zeit bereits zum zweiten Mal in Folge im Landesparlament und fühlen sich dort noch ziemlich sicher. Wir haben vom ersten Tag meiner Amtsübernahme uns mit der Frage, wie können wir uns mit dem Rechtsextremismus auseinandersetzen, beschäftigt und befasst und dementsprechend auch darauf hingearbeitet, dass man eine Partei, die solches Gedankengut verbreitet, die mit unterschiedlichen Methoden versucht, auch Hass und Unfrieden zu erzeugen, eben auch verboten gehört. Ja, ich bin ein wenig traurig, dass es nicht so gekommen ist, wie ich mir das hätte vorgestellt oder gewünscht hätte. Aber ich denke, wir haben auch ganz deutlich gezeigt, wessen Geisteskind die NPD ist. Insofern hat es sich schon mal in jedem Fall gelohnt. Es ist das Wahljahr 2016. Die NPD mischt bei der immer noch starken MVGIDA kräftig mit. Die parteipolitische Spitze hofft damit, Punkte bei den Wählern zu sammeln. Diese Strategie jedoch wird im Wahlmonat September gar nicht aufgehen. MVGIDAs Blutschwester, die AfD, wird die rechte Ecke fast komplett besetzen und die Konkurrenz aus dem Ring gnadenlos rausboxen. Viele Monate vor dem schicksalhaften Wahltag, dem 4. September, machte sich der NPD-Chef Udo Pasteurs jedoch Gedanken um seine politische Zukunft, ohne zu ahnen, dass dieses Szenario tatsächlich einmal eintritt. Ich werde dann außerhalb zunächst einer formalen Institution ein politischer Mensch bleiben, mit allen Überzeugungen und mit allem Engagement für die Sache, für eine nationale Politik in Deutschland und in Europa. Und auf der anderen Seite wird man sich umschauen, was danach geschieht. Denn es ist ja naiv anzunehmen, dass mit einem Verbot die Strukturen, die nationalen Strukturen in Deutschland zusammenbrechen. Nach dem gescheiterten NPD-Verbot von 2003 startet im Frühjahr 2015 eine neue Verbotsrunde. Bereits seit 2 Jahren läuft mittlerweile der NSU-Prozess. Eine ganze Reihe von Patzeln bei der Polizei und beim Verfassungsschutz wurde publik gemacht. Der wichtigste Träger der Verbotsidee, Lorenz Kaffier, gerät allerdings im Landtag unter Beschuss. Der Einsatz von V-Leuten bei der NPD sorgte 2003 für das Scheitern des Verfahrens beim Bundesverfassungsgericht. Dies dürfte nun nicht wiederholt werden, fordert die Opposition. Der Innenminister bleibt hart. Die Unverzichtbarkeit von Einsatz von V-Leuten bleibt bestehen und wird auch in Zukunft im Land weiter so geführt werden. Und das Bundesverfassungsgericht, oder anders gesagt, die Frage eines Verbotsverfahrens wird mit Sicherheit nicht an dieser Problematik scheitern. Lorenz Kaffier hatte damals recht. Der Einsatz von V-Leuten bei der NPD hat die Bundesverfassungsrichter in Karlsruhe bei ihrer Entscheidung am Dienstag, dem 17. Januar 2017, nicht mehr beeinflusst. Ein positives Ergebnis gab es trotzdem nicht. Die NPD lebt und erlebt sogar eine Art Begeisterung. Natürlich erstmal wieder eine neue Strategie ausfeilen können. Das war ja nach der verlorenen Wahl hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich. Aber jetzt können wir als NPD wieder ganz legal eine Strategie auch nach außen tragen. Und die wird eine außerparlamentarische Strategie sein. Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Dort, wo früher die rechtsradikale NPD mit 5 Abgeordneten saß, residiert jetzt die rechtskonservative AfD mit ganzen 18 Mann. Das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren bezeichnete die Partei als eine Blamage für Lorenz Kaffier und als Verschwendung von Steuergeldern. Der Innenminister warnt. Wir haben nach wie vor Entwicklungen auch im Land, wo wir ein Auge drauf haben
die Auseinandersetzung mit dem Extremismus bleibt uns erhalten, mit oder ohne Verbot. Und natürlich wird auch der Verfassungsschutz seine Verpflichtung, was die Beobachtungsaufgabe führt, nach wie vor fortsetzen. Von einem politischen Chaos bleibt die rechtsradikale NPD noch weit entfernt. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Partei momentan in 7 Kreistagen und mehr als 20 Gemeinderäten vertreten. Vom Bundesverfassungsgericht für tot geglaubt erklärt, ist es die NPD offenbar noch lange nicht.